Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Dieses Mal im zweiten Teil mit Udo Feldmann. In diesem Teil lüften wir das große Geheimnis, warum er sich 1000 Kilometer auf den Weg gemacht hat, um mich zu besuchen. Des Weiteren verraten wir euch noch ein paar kleine Survival-Techniken und Tipps und Tricks. Also, es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Pietland, die Erste. Mit Udo. Geil. Mit Udo. Ja, Piet, warum hast du mich eingeladen? Warum fährst du über 1000 Kilometer hierher? Also ich könnte es ja erklären, also der eine kommt aus Wien und es ist Ticket to the Moon, ja. Und der andere sitzt in Schleswig-Holstein und irgendwie haben sie zueinander gefunden. Aus beruflichen Gründen muss ich alles anschauen, was mit Survival, Preppern, Bushcraften zu tun hat, weil das einfach mein Beruf ist. Ich bin selbst Trainer, habe eine Survival-Schule. Für mich ist einfach wichtig, wie lerne ich meinen Kunden das richtig? Wie kann ich das richtig beibringen? Wie machen das andere YouTuber oder andere Schulen, um dieses Material oder diese Skills den Personen richtig beizubringen? Es gibt natürlich auch welche, die haben dann 500 Leute oder 50 Leute, da kostet der Eintritt 50 Euro. Denen ist das kalt, die ziehen ein Programm ab, das kann jeder. Ne? Weil du weißt, Feuer machen, dann Wasser trinken, das bringt nichts. Survival ist für mich eigentlich was zu lernen, wo ich kein Programm habe. Also Survival beizubringen ohne Programm, das ist für mich lehrreich. Ich kann zwar vorgeben, okay, ich möchte heute Erste Hilfe machen, mit ganz banalen Grasmethoden, die will ich jetzt noch nicht so sagen, aber mit Gras einfach jemanden abzutransportieren. Da muss ich aber das Umfeld auch finden. Aber besser ist, wenn man geht und es passiert was. Und dann diese Technik beizubringen, dann lernt der Mensch was. Also er lernt nicht. Also im Prinzip wie, ich komme an der Birke vorbei, dann zeige ich, wie man den Zunder richtig runterholt, ohne die Birke zu töten. Ja. Genau. Und dann, by the way, übrigens, hat mal einer einen Schluck Wasser, dann mache ich es nass und dann mache ich es trotzdem mit dem Feuerstall an, weil die Birkenrinde, ätherische Öle, also learning by doing und situativ da, wo ich gerade an vorbeikomme. Ja, das ist doch schön. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich will jetzt zur nächsten Birke kommen. Jetzt weiß ich aber nicht, weil ich habe zwar ein Waldgrundstück, wo ich schlafen darf in Österreich und Feuer machen darf, ne? Sei denn, die Behörden sagen, nein, die Feuerwehr, man darf jetzt nicht grillen und so, dann halte ich mich natürlich dran. Aber in der Natur gehen einfach so, ich will jetzt die Birke, ich weiß ja nie, wo ich bin. Hm? Wenn ich auf meinen Stammplatz bin, dann kenne ich meine ganzen Bäume auch. Ne? Aber das ist falsch, weil dann lerne ich persönlich, wo ich alles machen kann mit den Personen. Aber ich bleibe auf der Strecke selber stehen. Ich lerne nichts mehr. Ja. Und so gehe ich jedes Mal mit den Kunden woanders hin, damit ich auch gefordert werde. Weil ich bin der Lehrer, der Mentor. Ich muss denen was beibringen. Muss nicht, aber ich möchte das gerne mit Herzen. Und das ist einfach wichtig, dass ich mich auch denn gleich fühle, als ob ich das erste Mal da bin. Hm? Weil dann kommen die Fragen, was ist das zum Beispiel? Warum ist auf der Birke so ein Schwamm? Für was ist der da? Oder warum ist auf der Buche? Wo gibt es die noch? Es gibt, glaube ich, an 4 Bäumen so ein... Hätte ich schon gesehen. Aber ist die Frage, ist es immer derselbe Pilz oder ist es ein anderer Wald, anderer Baum? Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich immer ein anderer. Es kann ja nicht der gleiche sein, der auf der Birke ist, der auch auf der Buche ist. Glaube ich nicht. Sage ich mal. Er sieht zwar optisch für uns gleich aus, aber es ist bestimmt anders. Schätze ich mal. Einfach rausgehen und testen. Das zeige ich den Kunden eher nicht, wie ich den Pilz bearbeite. Weil du musst wirklich schwer mit dem Messer darum oder absägen, die Verletzungsgefahr ist doch zu groß. Und natürlich kann man sich schneiden und natürlich müssen die Messer zum Schnitzen scharf sein. Ja, die müssen schon scharf sein. Sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Und man wird vernünftig eingewiesen und letzten Endes, ich erzähle mir das auch jedes Mal immer wieder, und trotzdem wird sich ein, zwei Mal im Jahr geschnitten. Ich meine, Schnüre basteln ist schon wieder so ein Thema. Basteln. Poh, für was nimmst du die Schnur dann? Du kannst eine Brennnessel-Schnur kannst du schon für den Bogen bauen oder für Bogen nehmen.
hält nur nicht so lange. Ja, dreimal. Oder für Bäuer, ja. Aber was ist, wenn du die viermal verflechtest? Die meisten machen nur eine einzige Schnur. Machst du doch dünner, aber das viermal. Mach kaum einer. Es ist natürlich eine scheiß Arbeit. Stunden. Ne? Aber die meisten drehen nur eine Schnur. Aber wenn du die eine Schnur noch dreimal so drillings, ne, die wird zwar dicker, aber wieder viel besser. Ich kenne das noch. Ja. Auch so richtig mit Seilerei. Wenn du deine dünnen Schrippen immer hin und her ziehst und dann müssen die anderen kurbeln und der andere führt den Holzklotz. Ja, ja. Früher bei den Pfadfindern haben wir Seile, auch einen dicken Tampen so und so lang. Ja, die hast du selber angefertigt und schön verdrillt und gemacht und getan. Mhm. Das ist eine heine Arbeit. Ich habe jetzt meinen Kakadus, den habe ich dann jetzt so eine Yucca-Palme reingemacht. Na, Yucca-Palme, Blödsinn. Ja, daraus kannst du auch Schnüre machen. Die Yucca-Palme war es, glaube ich. Die sind langfaserig. So langfaserig. Genau. Die habe ich reingemacht, weil ich Annahme war, die machen sie nicht kaputt. Am anderen Tag lagen die alle unten. Der hat die einfach geköpft. Also, der hat da Spaß dran gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, was mache ich? Da habe ich da mal eine Faser, also ein Seil draus gemacht. Die sind echt stabil. Wow. Deswegen habe ich die auch in meinen Garten vier Stück eingepflanzt. Okay. Weil ich wollte die hier auch nochmal einpflanzen. Es ist eine Zierpflanze eigentlich. Ich hätte nicht darauf gekommen. Klar, du nimmst die nicht zum. Du nimmst hier, wenn du einen Buchen. Ich habe einen Buchenwald zu Hause. Nehme ich alles, was ich mit Buche finde, bastel ich mir irgendwas draus. Ne? Dann nehme ich nicht die Yucca von zu Hause von mir. Ne? Aber das war jetzt so ein Teil auch. Das lag da, wegschmeißen bei mir zusammen. Habe ich so ein Körbchen rausgemacht und halt ein Seil rausgemacht. Ne? Das war einfach, ja. Ihr hättet es auch wegschmeißen können. Aber das sind solche Ideen, das muss man gleich nutzen. Ne? So mache ich auch natürlich viel. Ne? Man muss sich einfach nur immer die Pflanzen angucken, ob sie langfaserig sind oder nicht. Dann muss man experimentieren. Und dann kann man so auch neue Sachen herausfinden, ohne dass man wirklich YouTube-Videos guckt. Und das irgendwie versucht, sich reinzuprügeln. Man muss einfach nur die Augen aufhaben und auch schauen, was machen die Pflanzen, wie kann ich damit umgehen. Ja, ein Stück weit Learning by Doing, ne? Genau. Schlau lesen kann man sich immer. Apropos YouTube. Ich verstehe einfach nicht, warum so viele... Okay, die Buschkrafter, die nehmen Äxte und Säge mit, wirklich richtige große Dinger, um einfach Holz zu bearbeiten zum Bauen. Aber für ein Feuer machen, ein Holz zu bearbeiten, das ist für mich verlorene Energie eigentlich. Wenn der 2 Meter ist, lege ich ihn da drüber, der brennt doch eh durch und dann kann ich ihn nachschupfen. Ja, wie früher beim Sternfeuer, ne? Da haben wir die immer weiter reingeschoben, weil du in der Mitte dein Glutnest hattest. Ne? Oder genauso, da nehme ich jetzt zum Beispiel, hier ist ein Baum und hier ist ein Baum, nehme ich den anderen Baum und klemme den einfach rein. Da, wo ich ihn einklemme, bricht er eh ab. Genau, auf dem langen Hebel. Das geht. Ich sag mal, bis so eine Arme wird das locker gehen. Ab diesen oder dünner ist es kein Problem. Er muss nur lang genug sein, dann bricht er auch. Das ist wieder was anderes. Gib mir einen festen Punkt im All und ich werde dir die Welt aus den Angeln heben. Ja. Hat schon mal ein ganz toller gesagt. Ja, ja, und das ist so, ne? Der Hebelweg macht. Nur das verstehe ich nicht. Also die meisten lernen in diesen Buschkraft oder Survival einfach nicht Energie sparen. Sondern die klotzen wirklich rauf. Weil im letzten, du brauchst deine ganze Energie, ob das die Wärme ist, die Kraft ist oder sonst was, brauchst du für andere Sachen. Und die verschwende ich doch nicht, um Holz zu hacken, wenn ich das gar nicht brauche. Deswegen habe ich im Schwarzwald auch gesagt, ich würde niemals Holz hacken. Ja, sondern nimmt eine Motorsäge. Ich nehme nur eine Elektrosäge oder ich würde es nachschieben. Ja. Letzten Endes, aber wenn du viel draußen unterwegs bist, was verarbeitest du? Daumen dick, vielleicht nochmal 2 Daumen. Ja. Aber selbst das fange ich nicht mehr an zu spalten und zu machen und zu tun. Na. Oder bartonieren oder. Ja. Da wären wir auch wieder beim Verletzungsrisiko. Beim Hacken, oder? Sowohl als auch. Es gibt so viele Techniken, falsch zu hacken. Du, im Grunde brauchst du einfach nur, wenn du so ein Daumending, dann brauchst du einfach nur das Messer einfach ringsrum gehen, 2-mal. Dann hast du eine Bruchsollstelle, heißt das, glaube ich. Und zack, bricht das automatisch. Im Grunde bin ich eigentlich ein fauler Hund. Ich bin viel unterwegs, schlafe eigentlich auch jeden Tag draußen, sei denn ich bin bei der Freundin, dann nicht. Dann ist das ja irgendwo auch logisch. Aber so, wenn ich alleine bin, seit 2 Jahren, Matratze ist jetzt so hingestellt, weiß gar nicht, was ich damit mache. Die könnte ich eigentlich stehen lassen, falls Besuch kommt. Und seitdem ich die Hängematte habe, ist das einfach schweinegeil, finde ich. Und von wem ist die Hängematte? Take it to the moon. Ne? Ich bin übrigens Produkttester von der Firma. Wenn ihr was wissen wollt, ne, dann fragt ihn. Er leitet dann das weiter an mich. Und er begutachtet es, der Mike. Ja, ansonsten würde ich sagen,
Link folgt unter dem Video. Welches Video? Dieses Video. Unter diesem Video werden wir Ticket Post. To the Moon. Da drüben wärst du. Also ich finde einfach, Piedland ist für mich aus Wien kommend, ich glaube es sind 1000 Kilometer. Ja. Oder mehr. Du bist von bergelig-hügelig in sehr plattes Land gekommen. Ja, ja, sehr platten. In fast Moin-Moin-Land. Ja, ja. Man sagt hier nur Moin. Mhm. Moin, Moin, wer gesabbelt? Wer gesabbelt? In Moin ist alles drin, was du brauchst. Subjekt, Moin. Prädikat, Objekt reicht. Ja, das ist gut. Machen wir eine kurze Pause? Piet? Pause. Schnell.